Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Elden Ring Invasion Serie. Und heute habe ich für euch ein Low-Level-Mage-Bild, was man tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr früh zusammenstellen kann. Es ist ein Level 45-Bild mit plus 10 Waffen. Plus 10, weil man kommt damit auf plus 8, was sehr viele Leute haben. Besonders dadurch, dass Roger den Speer gibt, dann Edward oder wie der Typ heißt. Und 45 einfach, weil das ein gutes Level ist. Man kommt runter auf 41 und hoch bis 69. Nice. Sehr viele verschiedene Waffen. Ich nutze das Wundsiegel von Radagon, um meine Stats hoch genug zu bekommen, damit ich 40 Kraft habe, 19 Stärke, 18 Geschicklichkeit, damit ich die meisten Waffen tragen kann oder benutzen kann. Und Weisheit habe ich auf 27 geboostet, damit ich primär die Splitterspirale nutzen kann. Das ist einfach für PvE einfach eine verdammt gute, ein guter Spell. Ansonsten auch sehr guter Spell ist der Schimmersteinbogen. Und ja, das sind meine Talismänner. Man könnte jetzt auf Level 50 gehen als nächstes, um dann den Talisman zu ersetzen durch zum Beispiel den anderen Götzentalisman, um noch mehr seine Zaubereien zu verstärken. Also das wäre noch eine Idee. Und dann eben in die anderen Stats ganz normal investieren, dass man auch nicht mehr das Wundsiegel benötigt. Und dann könnte man das zum Beispiel durch einen Arsenal-Talisman ersetzen oder gegen den Tau-Talisman. Und wenn man den Arsenal-Talisman nutzt, vielleicht auch andere Rüstungen, also zum Beispiel hier irgendwas aus der Richtung, ein bisschen schwerer. Hier sieht auch nice aus, ne? Aber gut, das ist erstmal das Bild. Krone von Renala kann man sich easy besorgen. Rogers Schuhe und Handschuhe, einfach ein paar Ashes of War zu boosten. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich das Bild. Und mal schauen, wie weit wir damit kommen werden. Also, auf wie geht's. So, erste Invasion. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass Flame Birch, oder wie es auch heißt, super, super strong ist mit der Ash of War hier. Was ist das? Sturmrufer? Das ist sehr, sehr strong im PvE. Und ich will auch auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das auch strong im PvP ist. Weil es halt Frost und Blutung verursacht. Und wenn beides in der gleichen Sekunde ploppt, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr poggers. So. Die kämpfen gerade gegen den Typen da. Ja. Nee. Die sind... Oh. Was geht hier ab? Ah, hi. Oh boy, er ist tot. Was passiert da? Oh je. Oh je. Da macht man nichts. Da brauchte ich gar nichts machen. Hallo? Wo seid ihr? Ah. Wir gehen hoch? Okay, wir gehen doch nicht hoch. Ah, hi. Oh, kriege ich den Sturmrufer hin? Toll, ja. Oh. Tschüss. Oh lol, da ist noch Plattform. Oh boy, ich habe euch gesagt, dass der Sturmrufer mega strong ist. So. Ach, Akademie von Rayo Lacari. Jetzt müssen wir auch ein bisschen magen, ne? Oh Gott, das klingt schon richtig gut. Hallo! Oh, Jesus. Der Vorteil vom Schimmersteinbogen, der kann um die Ecke gehen. Wenn ich den so mache. Oh. Down der Clown. So. No. Kommen Sie ran. Backstep? Ja. Das ist ein guter Wake-up.
Das? Oh, der Parry. Du heilst, ich mache das. Wow. Muss ich ihn rausholen? Muss ich ihn rausholen? Ich glaube, ich muss ihn rausholen, oder? Begging. Kritische Sache. Oh ja. Ich werde vom Bus gesammelt. Und ich werde ihm helfen mit meinem Bong-Stick. Oh lol, der hat ihn schon gekillt. Und jetzt komme ich. Ha. Phase 2. Hallo? Oh boy. Oh. Böse, böse. machen wir jetzt ein Duell oder was ist das? Weiß ich nicht, ob das ein Duell ist. Hoho, das hätte ihn gekillt. Da bin ich mir sicher. Running Attacks? Jetzt oder was? Können wir gerne machen. Warum panicroll ich da? Was soll das? Hup. Chip. Oh Gott. Bitte hab keine Legs. GG. Ich hab voll vergessen, dass ich die Träne habe, die Kristallträne. Und ich dachte, ich wäre auch One-Hit. Oh boy. Aber so ist okay. Hat mich gerettet. Ich muss mich mal häufiger dran gewöhnen, wenn ich jemanden versuche zu chippen, einfach auf ein Rapier zu wechseln. Also einfach so ein Ding. Oder wenn einer halt wegläuft, wie gerade, dann ist das, glaube ich, schon ziemlich strong. Was soll das werden? Wollen sie nicht kämpfen? Ah, er will seinen Mate holen. Ey. Ich komme sogar extra runter, ja? Könnt ihr jetzt da oben chillen. Ja, Mage gegen Mage. Da habe ich Bock drauf. Oha, das kommt in 10 Stunden vielleicht an. Glück gehabt, das hätte Damage gegeben. Ah. Range. Ups. Oh, das ist ein High-Level Phantom, glaube ich. Die beide sind so gut. Yo, er wäre einfach tot gewesen. Uiuiui. Ich sammle noch keinen. Ja, okay.
Nein! Ja, hat funktioniert. Jo, GG. Katakomben der schwarzen Klinge sind beim Boss? Fragezeichen. No. Let me in. Warte, geht das? LOL! LOL! Du sagst mir jetzt nicht. Okay. Hey! Lemin! Okay. Very funny. Ich kann's nicht aufmachen, oder? Oh doch, ich kann's aufmachen. Machst du die Arbeit für die? Ja, komm. Okay. Oh. No. Lol. Okay, ich glaube, die längen ein bisschen. Ich weiß nicht, woher ich meine Vermutung habe. Und der ist High Level. Okay, cool. Finde ich sehr sympathisch auf jeden Fall. Da ist Flamebird. Okay. Huiuiuiuiuiuiuiui. Können ja mal was anderes. Einmal was anderes. Oh boy. Yo. Ja. I spin around. Hä? Yo, stylisch. Kann ich... Hallo? Triple A Game. Oh je. Ich bin die Lidl-Version von Renala. Oh boy. Da, da, da. Achso. Ich dachte, das sei der NPC. Ich dachte, komm, wenn er jetzt eh stirbt, dann tue ich ihm einen Gefallen. Soll ich übernehmen den hier? Du bist ein Host, habe ich gehört. Oh. Nice. So, den habe ich. Ja, bin ich jetzt ein Hund? I don't know. Ja, komm. Bonk. Oh ja, warte. Parry mich. Oh, shit. Hier kommt's, die Kinnen. Bisschen Chaos muss sein. Nein, böse. Aui.
lassen wir nicht entkommen. Oh Mann. Oh je. Oh je. Okay. Oh. Ohoho. Ja, sorry. Da unten ist er. Oh, lol, Moment. Jetzt ist die Frage. Okay, die scheinen den Boss zu machen. Also bin ich jetzt mal richtig Hund. Und beteiligen mich mal ein bisschen, aber aus sicherer Distanz. Oh boy. Oh. Kann ich von hier? Der Typ ist doch da hinten. Genau, da hinten ist er. Ah. Oh no. Wo sind sie? Auf die Wurzel. Dann kann man vielleicht von hier. Ich kann wieder hoch. Okay, er kämpft. Ah, komm ich da. Na, ich will es nicht riskieren. Also gehen wir mal hier auf die Wurzel. Das war ich! Nein, war ich nicht, aber okay. Okay. Spaß vorbei, Leute. Ja. Ich muss verhindern, dass sie ihn töten, ne? Das ist das Problem. Oh, lol. Ey, ignorier mich nicht. Oh, zack. Oh, lol. Das weg? Okay. Oh, er weiß, wie man ihn besiegt. Oder wie man... Jo, der hält aber schon aus. Der hat actually HP gelevelt. King. Heilung ist wichtig, meine Freunde. Oh. GG, sorry, I guess. Tut mir leid. Oh, letzte Invasion. Oh, in meinem Lieblingsgebiet. Und da vorne ist er. Oh, ich fand die Musik aber ganz cool eigentlich. Ich mag die Standardmusik von Laendell. Oh, und hier oben im Dome. Holy moly, ist das ein epischer Endkampf. Hä? Ah ne, der ist unten. Ich dachte gerade... muss hier noch die Flasche holen oben. Hä? Ist hier runter oder was? Oh, es ist ein Spiel. Und das heißt Hide and Seek. Okay. Hä? Ich habe ihn gehört. Da! Da! Nein, nicht den Flötenmann! Du hast den Flötenmann angegriffen. Dafür wirst du büßen. Niemand stört den Flötenmann. Du weißt, dass du rollen musst, ne? Nein. GG. Obwohl du den Flötenmann angegriffen hast. Aber er hat noch gelebt. Von daher... halb so schlimm.
Aber das war's erstmal mit der Invasion-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann lasst gerne positive Bewertung da. Hier nochmal die Waffen, das Bild, etc., etc. Und ja, nächste Episode geht's weiter. Dann, ich glaube, nochmal, ich habe noch zwei Builds, die ich zeigen möchte. Und dann hoffe ich, dass das DLC bald angekündigt wird. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.